Was war unseren Alltag ohne Kaffee? In Europa kennt und lebt man das Getränk seit über 400 Jahren. Und jeder von uns hat seine ganz spezielle Vorliebe. Aber welche und wie man Kaffee trinkt, das hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert. Das weiß niemand so gut wie Anna Käppeli, 5 beste Barista der Welt. Kaffeetrinker sind anspruchsvoller als auch schon, meint sie. Der Konsument interessiert heute nicht das Ablaufdatum, sondern das Röstdatum des Kaffees. Der Kaffee ist ein frisches Produkt und sollte eigentlich auch so behandelt werden. Auf 2 Löffel Kaffee, 1 Löffel Frank-Aroma. Frank-Aroma von Tommy und Frank. Kaffee mit gerösteten Zikorien zu strecken, wäre beim heutigen Espresso nicht mehr denkbar. Hier geht es um Qualität statt Quantität. Auch optische Kriterien spielen eine Rolle. Eine spielerische Art, wie mit dem Milchkaffee umzugehen, ist das sogenannte Latte Art. Wir Baristi zaubern mit einer bestimmten Eingusstechnik wunderschöne Figuren in Kaffee. Was haltet Anna von diesem Klassiker im Filterkaffee? Und heute noch sehr beliebte Art, Kaffee zu trinken. Skandinavier zum Beispiel die Zubereitung des Filterkaffee richtig gehend zelebrieren. Erstaunlich. Dieser Kaffee ist gefriergetrocknet. Ja, erst tief gefroren, dann kalt getrocknet. Löslicher Kaffee ist praktisch und zweckmäßig. Man kann ihn zum Beispiel gut für einen Kaffee fertig brauchen. Und was ist für einen Barista das anspruchsvollste in Sachen Kaffee? Paradedisziplin für uns Baristi sind die Eigenkreationen. Wie hier ein feiner Vanilleschaum serviert mit einem Espresso.